Ja, Piscine Tag 1. Heute beginnt die Piscine. Wir haben erstmal einen Introduction Call, um uns ein bisschen kennenzulernen scheinbar. Dann zum Glück bin ich nicht alleine da, weil Jonas zwischen auch am Start ist. Bist du aufgeregt? Es hält sich in Grenzen. Ich glaube, es wird jetzt noch relativ entspannt. Oh, es geht hier los. Ja, das war eigentlich der erste Tag fast schon. Es ging darum, ein bisschen generelle Introduction zu machen zu den nächsten 4 Wochen, die wir vor uns haben. Ein paar Tipps dazu, wie man sich selber organisiert, dass man nicht die Nerven verliert. Dann haben wir noch Breakouts gemacht, wo wir die anderen Teilnehmer aus der Piscine auch noch kennenlernen konnten. Immer noch eine super gemischte Truppe, hat Alter vom Wohnort, wirklich querbeet, alles dabei. Super interessant natürlich auch dadurch. In den nächsten Tagen geht es darum, sein Team zu erstellen und dass wir die nächsten 4 Wochen im Prinzip um sich rum zu haben. Ich bin inzwischen auf dem Discord-Server angekommen. Das ist dann quasi die Art und Weise, wie wir in den nächsten 4 Wochen eigentlich kommunizieren werden. Ich bin sehr gespannt, wie die Kommunikation da laufen wird, ne? Jetzt haben wir Dienstag, den 2. Tag der Piscine. Heute gab es dann schon den ersten Termin, um 4.42 Uhr natürlich. Es fühlt sich fast schon ein bisschen an wie so ein kleines Rätselraten, weil man immer wieder kleine Indizien suchen muss, um ja nichts zu verpassen. Das Motto diese Woche ist ganz klar, sich ein Team zusammenzustellen, ein sogenanntes Village von 6 bis 8 Leuten, mit dem man dann den Rest der Piscine zusammenarbeiten wird. Dadurch, dass es aktuell nicht möglich ist, alle auf einem Campus zu hocken, findet das Ganze online statt. Und die erste Woche ist dafür gedacht, sich ein bisschen kennenzulernen und ein Team zu bilden. Und die letzten 3 Wochen sind dann wirklich Hardcore-Coding-Bootcamp. Und da wir uns natürlich alle noch nie im Leben gesehen haben, ist es jetzt eine besondere Herausforderung, direkt Charaktere rauszufinden, auf die man Lust hat, mit denen man zusammenarbeiten kann. Jonas und ich haben uns entschieden, dass wir in ein Village zusammengehen, einfach der Einfachheit halber. Ich weiß noch nicht so richtig, wo wir überhaupt programmieren werden. Wir haben noch kein Terminal oder irgendwas. Es ist alles noch so ein bisschen im Ungewissen, wie das Ganze jetzt wirklich ablaufen wird, wie das Coden ablaufen wird, wo das ablaufen wird, was damit passieren wird. Wo ist das Ganze denn? Wo passiert das denn? Wo ist der latest Shit? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Ich sehe so ein paar Channels, Prints, ein paar Bots, aber das ist es doch nicht. Das ist alles so eine Komfortzone. Also, Woche 1, mehr oder weniger vorbei. Jetzt seit gestern haben wir ein echt cooles Team zusammenstellen können. Sehr verteilt aus München, aus Italien, aus Bielefeld, wir beide natürlich aus Berlin. Ich hatte diese Woche noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, weil ich mein berufliches Umfeld ein bisschen vorbereiten musste, dass ich die nächsten 3 Wochen komplett weg bin. Ich bin sehr happy, dass wir auf richtig coole Leute gestoßen sind, die sehr ähnliche Werte und sehr ähnliche Zeiten im Kopf haben, an denen man arbeiten kann. Es werden auf jeden Fall so drei Sachen jetzt schon mal wichtig sein. Bash Commands, Git und GitHub und dann natürlich C, die Programmiersprache, die wir jetzt über den kompletten Piscine verwenden werden. Ich würde sagen, wir genießen jetzt noch die 2 freien Wochenendtage und dann sind wir frisch für Montag und dann geht's los. Tag 1 vom Bootcamp. Wir haben gerade den Kickoff-Call. Ich bin sehr gespannt. Wir machen gerade eine Yoga-Übung. Ich habe gerade Assignment 1 fertig geschafft. Das war jetzt wohl das erste von 13 Projekten. Es ist schon ein Pass und man kann sich im Prinzip selber einteilen, wie viel Zeit man auf den einzelnen Assignments verbringt. Es gibt eine Anleitung, aber keiner sagt dir, wie du da hinkommen kannst. Das heißt, googeln, YouTuben, auf dem Discord-Server gucken, ob jemand schon eine Lösung hat und dann einfach probieren, sich ein bisschen durchzuschlängeln. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis dahinter. Bis jetzt. Ich versuche einfach mal weiterzumachen, mal gucken, wie weit ich komme. Tag 3 der Piscine hat angefangen. Bis jetzt ging alles eigentlich ausschließlich um Shell Commands. Diese schwarze Zeile, wo man einfach nur Dinge reintippt. Es baut natürlich aufeinander auf. Die erste Aufgabe ist relativ simpel und es wird immer schwieriger. Man hat immer Kontakte, die einem weiterhelfen können. Man ist selber nicht der letzte Idiot, sondern man ist der vielleicht vorletzte Idiot. Das heißt, es gibt immer Leute, die ein bisschen mehr Ahnung haben. Und das macht das Ganze so reizvoll. Aber man will es trotzdem auch ein bisschen selber probieren. Das ist irgendwie interessant. Es ist wie eine Schnitzeljagd. Genau so. Wenn man mit einem Projekt fertig ist, dann reicht man es ein. Das Problem dahinter ist, dass ein Projekt nur als Ganzes gewertet wird. Wenn man in der ersten Aufgabe schon Fehler hat, ist alles, was danach kommt, scheißegal. Man kann es nochmal probieren, man kann jedes Projekt mehrmals einreichen,
Aber irgendwann hat man auch keine Credits mehr. Es gibt ein Incentive dafür, dass man nicht unnötig oft Assignments einreicht. Projekte meine ich. So, jetzt geht's weiter hier. Und wichtig, beim Coden immer ein bisschen mehr Kaffee. Wow, okay. Ich bin kurz vor meiner ersten Evaluation. Ich evaluate jemanden anders für ein Projekt, was ich gar nicht kenne. Das heißt, er ist mir weit voraus und ich bewerte seine Arbeit, ohne zu wissen, was die Arbeit eigentlich sein soll. Ich weiß noch gar nicht, wie das funktioniert. Es wird interessant. Yo, hi. Yes, I think so. How do I do that? Ah, okay, one second. Nikolai, richtig, ich erinnere mich. Oh, yo, das war die erste Runde Evaluierung. Ich kann ja den strengen Lehrerknoten wieder lösen. Ja, zum Glück hat es geklappt. Der Herr war sehr gut vorbereitet und konnte mir dann tatsächlich als Evaluator helfen. Genau. Ah ja, deswegen. Ach so. Okay, was soll passieren? Gucken wir mal, ob es klappt. Alright, bestanden, nächster Punkt. Aber es ist schon ganz schön stressig, wenn man dann 15 Minuten Zeit hat, 8 Aufgaben von jemand anders zu korrigieren, von dem man keine Ahnung hat. Danach war dann direkt noch ein Folge-Evaluation. Auch da wieder Lessons learned. Auf keinen Fall mehrere Evaluations hintereinander buchen. Ich dachte mir, ich mache einfach mal ein paar Slots auf und plötzlich habe ich den ganzen Nachmittag voller Auswertungen. Auch das kann natürlich passieren. Die Art und Weise der Auswertung funktioniert sehr, sehr effizient. So klappt das denn nicht? Moment, ich gehe nochmal kurz raus. Ja, Mai, das ist doch nicht wahr. Das funktioniert super gut. Was ist hier los? Das hat vor wirklich 3 Minuten, habe ich mein Bildschirm noch geteilt. Also es ist ganz komisch. Video an, Video aus. Das kann doch nicht deren Scheiß ernst sein. Die Integration mit Discord ist wirklich tadellos. Jetzt ist wieder dieser Discord. Das regt mich wenig Dinge auf, aber sowas regt mich halt auf. Das ist doch nicht normal. Ja, jetzt klappt's. Also ich will sagen, die Art und Weise, wie die Evaluierung funktioniert, auch wenn es nicht in Person ist, wegen Corona nur noch digital oder übers Internet, ist fantastisch. Allerdings wird es nicht einfacher, dadurch die Arbeit von Menschen zu bewerten. Also auch da wieder eine Menge Lessons learned. Jetzt bin ich erstmal froh, dass ich eine kurze Pause habe, bevor ich mich dann um mein eigenes Coden kümmern kann, inklusive meiner Evaluierung. Bis später. So, mal gucken, ob es Tipps vom Profi gibt. Hi, Papa. Hi. Kann ich kurz eine Frage stellen? Ja, klar. Wann hast du nochmal mit C angefangen? Ja, 1987 habe ich mit C angefangen und vorher habe ich 68.000er Assembler in meiner Diplomarbeit programmiert und das ist wirklich harter Stoff. Ist kein sportlicher Wettkampf oder keine Religion, sondern Handwerk. Und die Programmiersprache ist das Werkzeug. C ist wie ein Allzwecktool. Da findest du immer das richtige Werkzeug, um gerade deine Aufgabe zu erfüllen. Am Anfang steht man vor einem gigantischen Wandschrank voller Duplo-Steine und findet nicht die richtige Farbe. Ja, das kenne ich. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht 3 Tipps, womit ich besser, schneller und mehr Code lernen kann. Du musst dir da einen Programmierbibel unters Kopfkissen legen. Und am nächsten Morgen kannst du den Code. Das hat noch nie funktioniert. Üben. Das habe ich fast vermutet. Ja, das ist das Leben. Tag 3, der Piscine. Tag 4. Es ist Tag 4. Ich habe letzte Nacht noch bis locker 2 Uhr am letzten Projekt gehangen. Morgen ist das erste Examen, aber es hat sich herausgestellt, dass das Examen komplett über C geht. Ich habe aber noch nichts mit C gemacht, sondern bis jetzt 2 Projekte über Shell gemacht. Wir haben noch ca. 24 Stunden, bevor das Examen losgeht. Bis jetzt weiß ich nur, dass es sowas wie Hello World gibt. Print Hello World, glaube ich, oder? Ich bin sehr überzeugt davon, dass wir ein sehr, sehr starkes Village haben. Die sind alle sehr, sehr gut drauf und wir unterstützen uns extrem. Deswegen locker flockig weiter, ne? Wird schon. So, es macht einfach sehr viel Spaß. Man steckt viel Arbeit rein, aber man lernt auch eine Menge. Jonas hat gefragt, ob wir mal kurz reden können. Da bin ich mal gespannt. Da ist der Mann. Hey, grüß dich. Die allererste Aufgabe, mehr oder weniger, habe ich gerade nicht bestanden. Ist natürlich jetzt super nervig, weil vorne und hinten Druck bei anderen Sachen ist, aber so ist das. Frustration ist gerade ganz weit oben, aber deswegen müssen wir das jetzt hier rocken, Alex. Later. Tag 4, definitiv bis jetzt der frustrierendste Tag. Zum ersten Mal ging es heute um C. Ich bin eigentlich mit guten Hoffnungen und Erwartungen reingestartet. Locker flockig weiter, ne? Wird schon. Ich muss sagen, es macht für mich bislang überhaupt keinen Sinn. Frustration ist ja immer relativ, aber Frustration ist immer scheiße.
Die größte Herausforderung für mich ist wirklich überhaupt die Aufgabenstellung zu verstehen, daraus abzuleiten, was eigentlich gefragt ist. Hieroglyphen, es ist zwar logisch, aber der Weg zu dieser Logik ist für mich einfach noch nicht da. Man kennt es ja, man hat eine Aufgabenstellung und irgendwann macht es Klick und man weiß, was gefragt ist. Das war heute nicht. Zum Glück gibt es morgen das erste Examen, was nur ausschließlich von C handelt, auf das morgen ein bisschen weniger frustrierend wird. 6.5 hours later. Hey, I read the instructions, these guys were talking code and I was like, what's going on? Während sich rausstellt, dass ich keine Ahnung von C-Programmierung habe, gibt Jonas mal richtig Gas und zeigt, dass er ein bisschen Idee hat von Programmieren und gibt uns gerade ein kleines Tutorial. But in C, they just have like this order that an A is smaller than a B. Einfach fantastisch, wenn wenigstens einer richtig Ahnung hat und dann auch noch sein Wissen teilt. Also, vielen Dank, Jonas. Now, the rest of 12 divided by 10 is how much? 2. Correct. At place 0 is the 3 and at place 1 is now the 2. Macht das Sinn für euch? Für mich nicht, aber ey, ist ja auch erst Tag 5. 3 hours later. Schrödinger's Output. It was incorrect and correct at the same time. I think I'm gonna log off now. Talk soon. Yeah, take care. Alex. Bye. Also ein bisschen Kontext. Das erste Examen ist gerade vorbei. Ich muss sagen, mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Es ist ein Examen, wo jeder sagt, du fällst durch, aber trotzdem ist es ein Examen. Und ein Examen nimmt man wahr. Man nimmt es ernst. Es ist eine Evaluation. Also, erstmal per se nicht schlecht, sich irgendwie vorzubereiten und reinzugehen. Aber ja, wenn die Erstaufgabe nicht 100% ist, droppst du automatisch aus dem Examen raus und hast gefailt. Mund abwischen und weitermachen. Die Landung ist weich, weil es geht ja aktuell noch um nichts. Aber es war schon frustrierend, irgendwie nicht weiterzukommen. Hey, it is what it is. Weitermachen. Es ist Samstag in der ersten Woche. Die Stimmung gestern war echt zum Kippen schlecht. Moralischer Tiefpunkt. Was irgendwie klar wird, ist, dass das nicht nur ein kurzer Sprint ist, sondern einfach eine konstante Zufuhr von Energie benötigt. Es ist halt nicht so ein einmal 18 Stunden arbeiten und dann hast du das Wissen, sondern jeden Tag 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden und das über einen Zeitraum von mehreren Wochen. Und da muss man sich natürlich seine Energie ein bisschen einteilen. Ich war deswegen gestern mal bei Jonas und habe mal ein bisschen nachgefragt, wie es so bei ihm gelaufen ist. Er ist auf einem richtig guten Weg, muss man sagen. Ich meine, Jonas hat natürlich auch ein bisschen Vorgeschichte, was Programmieren angeht. Jetzt nicht mit C spezifisch, aber schon so ein bisschen mit der Logik von Code und ich glaube, das verbindet viele Programmiersprachen. Und während wir da saßen und uns unterhalten haben, hat es wirklich Klick gemacht und schwupps, er packt den Laptop raus, hämmert in die Tasten und da war's. Er hat die Aufgabe im Kopf gelöst, das raufgetippert und schwuppdiwupp hat das funktioniert. Ja, leicht umschreiben. Es war schon ein krasser Moment, wo ich mir dachte, es wäre mir jetzt nicht gekommen bei einem Bier. Auf einmal Gedankensprung und eine Coding-Lösung ist da. Also richtiger Respektmoment für mich vor Jonas, aber gleichzeitig auch eine gute Motivation, weil ich erstens gemerkt habe, es hilft, wenn man über diese Dinge redet und dann versteht, okay, das und das und das sind noch Probleme, an denen ich zu kämpfen habe, so gehe ich das Ganze an. In einer halben Stunde haben wir nochmal einen Call, um uns abzusprechen in meinem Team und dann schauen wir mal, wie wir es angehen. Ja, dann wird das runtergeschrieben und dann hoffe ich mal, dass heute Abend auch noch für ein Bierchen Zeit ist, ne? Schauen wir mal. Achso, hier, das kann ich hier mit, achso, das kann ich in die If schon mit reinbauen. Geil. Okay, krass, das klappt ja. Läuft ja schon. Alex. Na, was denkst du? Ja, ich brauchte 10 Sekunden. Ich musste erstmal durchgehen. Jetzt weißt du, wie es mir immer geht. Kapiert hast du es auch noch. So muss das sein. Ich muss nochmal gucken, wie du es gemacht hast. Also. Und wenn das auch nicht holdet, dann mach mir einfach Leerzeichen. Genau so ist es, ja. Boah, krass, 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 krass. Es ist verrückt, wie schnell man sich an solche Abläufe gewöhnen kann. Ich hätte nicht gedacht, dass in 7 Tagen so viel Wissen reinkommen kann in den Kopf und gleichzeitig auch hängen bleiben kann. Man kann sein eigenes Level wählen, das ist cool. Man hat viel Unterstützung von seinen Mitschülern, das ist mega cool. Und die Aufgaben sind immer so gestaltet, dass man herausgefordert wird, aber es ist nie unfair. Der Moment, wenn man eine krasse Aufgabe im Code geschafft hat, ich werde nicht lügen, das macht schon Spaß. Die Motivation bei den Leuten ist hoch und alle sind sehr unterstützend. Und ich denke, das macht einen ganz großen Unterschied zu alleine lernen, weil alle den gleichen Scheiß durchmachen müssen. Also, wie geht's weiter? Mit dem positiven Gefühl, ein bisschen was gelernt zu haben am Wochenende, gehen die nächsten Tage. Mal sehen. Ich bin gespannt, ich habe richtig Bock, noch ein bisschen was draufzulegen. Nicht nur an Workload, sondern auch an Lerngeschwindigkeit. Deswegen zurück zu Integers, zurück zu Variablen und Funktionen und Logikdenken und all diesen Dingen, die in Kreativaufgaben gar nicht mal so gefragt sind. Weiter geht's mit C.
Heute war so ein Tag für die Tonne. Ich habe mein erstes C-Projekt abgegeben, knapp bestanden, aber ich bin richtig sauer, weil ich eigentlich viel mehr Zeit reingesteckt habe für eine bessere Note. Ich habe das Gefühl, das passiert öfters. Der Teufel steckt im Detail. Und ich denke, beim Programmieren ist das immer wieder relevant. Die Evaluation vom ersten Rush war jetzt auch und ist nicht ganz so gut gelaufen. Wir sind alle durchgefallen, was aber auch nicht so schlimm ist, weil wir haben gute Arbeit geleistet, wir haben eine Menge gelernt, dass das was wichtig ist. Im Modell-PC muss man sich, glaube ich, sehr schnell daran gewöhnen, dass man durchfällt, und heute war so ein Tag dafür. Das Thema ist gerade wirklich, wirklich hart. Ich habe heute 10 Stunden mit Pointers verbracht. Ich bin jetzt froh, einen Laptop zugeklappt zu haben. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Thema, da muss man mal eine Nacht drüber schlafen. Ja, ich hoffe, es wird besser ab jetzt. Ich habe gerade noch mal mit Jonas telefoniert und er hat mir empfohlen, vom Schlafgehen noch ein einziges Video zum Thema zu gucken und dann am nächsten Morgen direkt damit aufzuwachen. Deswegen werde ich mir das jetzt noch geben und dann hoffentlich auch pennen können. In this lesson we will see how will the address in P change now to point to B? Well, no, unless you explicit. And after we write the statement that wer sich das ausgedacht hat, gehört auch echt in die Hölle, ey. So A kind of now becomes 20, but the address does not change. So I'll write another print statement. And so now I will ein letztes Mal, wirklich, ich muss es jetzt verstehen. Now ampersand. Keine Alternative. Nothing but that's what we have done here when we have. Mann. Will the address in P change now to point to B? No. Well. No, unless you explicitly write a statement like actually. Fang schon an mit Videos zu reden. So before writing the statement, the pointer still points to A. So A. Ich werde nicht lügen. Ist gar nicht so leicht. Aber jetzt gibt's erstmal Kaffee. Na komm, hopp, zack. Und schon sind wir bereit. Und so beginnt eigentlich jeder Morgen. Moin. Wir hatten gerade den letzten Campfire-Call vor dem Examen morgen. Ja, die Stimmung ist wieder aufgeladen, alle haben Bock, aber alle sind auch so ein bisschen, weiß ich genug, bin ich weit genug voran. Keiner gibt einem vor, wie weit man bis zu einem Examen sein muss. Ich habe kontinuierlich das Gefühl, dass ich nicht genug mache. Jetzt muss man so ein bisschen balancieren gegen Schlaf und Essen und auch mal einen Kopf frei kriegen und vielleicht Sport machen. Gleichzeitig weiß man auch, dass man nicht alles schaffen kann. Ey, langsam werde ich hier wahnsinnig, ey. Yo, ich glaube, das reicht für mich für heute. Ach, ich weiß auch nicht. Gerade ist der Wurm drin. Die Rush-Challenge am Wochenende ist einfach übelst mächtig. Es ist ganz schön verrückt, was passiert, wenn man mal ein paar Tage richtig ein paar demotivierende Momente hat. Gestern das Examen. Ich hatte mich natürlich fürs Examen registriert. Ich bin ja nicht doof. Ich hatte vergessen, mich ins Projekt des Examens zu registrieren. Das bedeutet, ich habe keinen Link bekommen für das Examen. Das heißt, ich konnte nicht teilnehmen am Examen. Es sind diese Momente, wo man sich natürlich ein bisschen hinterfragt, ob man noch ganz sauber tickt, weil es ist ein Klick gewesen und ich habe den einfach vergessen. Alle anderen schreiben und du kannst halt nicht teilnehmen. Ja, das war dann schon echt doof. Jetzt, dass der Rush das so hammerschwer ist, generelles Unverständnis für die Thematik. Pointer Arithmetik ist mein Endgegner. Jonas ist ja bei mir in der Rush-Gruppe, was eigentlich super cool ist. Er hatte auch gestern richtig ein paar gute Ideen. Aber selbst er sagt, es ist schon ganz schön bestialisch schwierig. Das ist auf jeden Fall ein schwieriges Problem. Ich habe noch nicht mal einen Lösungsansatz. Deswegen ist jetzt ein bisschen die Frage, wie wir es machen. Wir haben jetzt noch Sonntag, wir haben noch Montag, wir haben noch Dienstag, noch Mittwoch und Donnerstag ist das große Examen. Aktuell Motivation ist so bei 4 von 10, würde ich sagen. Es ist Sonntag, 5:30. Viele, mit denen ich gesprochen habe, fühlen sich sehr abgefuckt, einfach weil die Woche schon super anstrengend war. Dann kam das Examen dazu, wo alle an einer Aufgabe festhingen. Und dritter Punkt, jetzt kommt noch der Rush am Wochenende, der so bockhart ist, dass keiner mehr weiß, ob sie überhaupt was können, inklusive mir. Weil ich mich einfach extrem dumm fühle im Vergleich zu vielen anderen. Aber man sollte sich auch nicht vergleichen, deswegen sehe ich einfach, was für eine Erfahrung ich bis jetzt schon gemacht habe. Und werde mich jetzt hier noch dem ein oder anderen Problemchen widmen.
von denen gibt es ja genug. Alles ist auch nicht Hopfen und Malz verloren. Die Motivation ist auch immer noch da, das Ganze bis zum Ende zu machen. Ich glaube, jetzt aufzuhören wäre auch kompletter Quatsch. Es ist 20 nach 1. Wir haben in 22 Minuten Abgabe und wir versuchen jetzt noch die Lösung für den Rush noch zusammen zu prötkern. Jonas hat festgestellt, dass seine Lösung nicht auf alle Cases klappt. Okay, Champions. Ich mache mich ins Bett. Ah, es fühlt sich an, als wäre ich so nah dran gerade. Also wenn du schaffst, auf jeden Fall alles rauskicken und deine Lösung hochladen. Währenddessen probiert Max noch ein bisschen mit seiner Lösung rum. Er hatte auch einen Approach. Falls es auch nichts wird, dann ist es halt ein Fail, aber echt bärenstarke Leistung. Ja, im Endeffekt, dass das Simon immer schon echt Bock hat. So, ab ins Bett. Montag, Woche 3 vor der Piscine. Kleinen Morning Call und dann schauen wir mal weiter. Morgen! Morgen! Morgen. Okay, ich starte mal einfach. Ja, also Rush war super hart. Ich dachte irgendwie am Ende hätte ich es, aber ich habe es nicht gehabt. Bisschen schade, aber bin eigentlich auch wie ihr relativ zufrieden, dass ich so bis zu dem Punkt gekommen bin und ja, jetzt irgendwie abgeschlossen damit. Ich muss auch sagen, dass ich ziemlich stolz bin, dass wir das durchgezogen haben. Also ich meine, ich finde immer noch irgendwie krass, dass sie einem im Examen erst eine riesen Klatsche ins Gesicht geben und dann eine Stunde später kommt gleich der Faustschlag in den Magen. Ich finde das irgendwie heftig. Naja, keine Ausreden, keine Müdigkeit vortäuschen, weiter Kaffee trinken, weiter Tiefkühlpizza. Und jetzt noch den Montag, noch den Dienstag, noch den Mittwoch und Donnerstag ist das Examen. Und danach ist alles durch. Der Server wird gelöscht, alles wird gelöscht. Und dann zählt nur noch, ob man angenommen ist oder ob man nicht angenommen wird. Verrückt. Ich komme einfach wieder an einer Stelle nicht weiter. Ja, irgendwie klappt das nicht, ich kriege immer Segmentation Faults und jetzt frage ich mal nach gerade, ob jemand sich erbarmen kann und mir mal ganz kurz Feedback gibt, weil sonst werde ich hier nicht mehr, komme ich hier irgendwie nicht weiter. Ich sehe dich, ich höre dich. Das ist im Prinzip das, was ich eingebe und dieses Übergeben von Parametern bzw. von Variablen hier in die Hauptfunktion, in die Main zurück, das ist genau der Knackpunkt. Und das ist das, was mir irgendwie noch nicht so richtig gelingt. Jo, okay, wir fangen mal oben an. Prinzipiell erstmal alles richtig. Dann in Zeile 21, i ist immer größer gleich 0. Und jetzt hast du sozusagen die doppelte Arbeit gemacht, weil Value... Ja, okay, das hier, ne? Genau, das kannst du sozusagen einmal machen. Genau, das brauchst du da auch noch nicht. So, und jetzt passt es. Und jetzt das Einzige, was noch problematisch ist, vor dem F steht noch so ein Stern. Ah ja, stimmt. Da musst du mit aufpassen, ja. Weil der Computer dann weiß, okay, wenn ich die erste Adresse habe, dann habe ich auch den String, weil dann kann ich einfach entlang gehen und bis dieses Slash 0 kommt, habe ich meinen Wert. Genau. Also war im Endeffekt nur, dass ich hier mit einem Pointer gearbeitet habe und nicht mit dem String selber. Genau, das war der Hauptfehler, ja. Ja, das ist ein bisschen verwirrend. Also da habe ich wirklich auch diese Videos, die ich dir mal geschickt habe, da wird das nochmal ein bisschen erklärt. Aber man kann sich das so vorstellen. Die habe ich natürlich auch gesehen, Jonas. Nicht zu kurz. Ich fange schon an, mit Videos zu reden. Ja, genau, das kommt man mit Übung rein. Also, macht das denn erstmal so jetzt ein bisschen Sinn? Also. Natürlich macht es Sinn. Ich ärgere mich, weil es eigentlich nur ein Sternchen war, das zu viel war, weswegen ich immer einen Segmentation Error bekommen habe. Aber dann würde ich sagen, weitermachen und bis nachher, ne? Gut, danke Jonas, bis später. Bis später, ciao. Ciao. Unglaublich, es hat wirklich geklappt. Ich dachte, ich krieg das nicht mehr hin. Ich habe ein letztes Mal nochmal mir Ratschlag eingeholt vom Kollegen Mio an der Stelle. Shoutout. Ja, es hat tatsächlich funktioniert. Er hatte noch eine brillante Idee. Das ist natürlich immer wieder geil, wenn man dann plötzlich eine Lösung hat, die akzeptabel ist. Also 21.30 Uhr, ja, das hätten wir dann auch geschafft. Es war ein wilder Ritt durch ASCII-Charaktere und Co. Froh, dass es geklappt hat. So, alles schön formatiert, wie die Norm das möchte. Es muss alles picobello aussehen. Der Code muss wirklich 100% der Norm entsprechend. Ansonsten gibt es keinen einzigen Punkt. Das sind so Dinge, an die man sich gewöhnen muss, aber
es macht natürlich auch schon Sinn, gerade in so einem durchstrukturierten logischen Feld wie Code, ist es natürlich eine Wohltat, wenn sich alle an die gleichen Regeln halten. Jedes Projekt, was man abschließt, wird doppelt gecheckt. Erst danach geht es durch den Bot, die Moulinet, die das Ganze zermalt und guckt, ob der Code auch richtig geschrieben wurde. Die achtet besonders natürlich auf Formfehler und verbotene Funktionen. Ich habe jetzt noch Dienstag und Mittwoch Zeit, um Projekte anzufangen und abzuschließen und dadurch auch Punkte zu sammeln, und dann Donnerstag kommt das große Examen. Jetzt haben wir es 10 nach 10. Damit komme ich knapp auf die 9,5 Stunden heute, und das passt dann für mich auch soweit. Ich denke, morgen werde ich mich mal mit Jonas treffen, mal gucken, was der so macht. Also bis dahin jetzt erstmal hier dicht machen, komm. Irgendwann reicht es dann auch mal, ne? Das hier war dein Monitor. Ach, den willst du nicht? Brauchst du nicht? Ja, nice. Jonas, wie geht's heute? Gerade wieder durchs Review geflogen. Das ist sowas von nervig. Aber Wetter ist perfekt und die gute Laune ist trotzdem da. Mein erstes Review hatte ich gerade, da wurde schon ein Fehler entdeckt. Das ist natürlich nervig, weil jetzt weiß ich schon, dass ich wahrscheinlich nicht bestehen werde. Ich habe mir auch extra mein 1990-Final-Trikot angezogen. Und ja, danach, wenn ich diese zwei Evaluationen durch habe, dann werde ich vom Bot korrigiert und der lässt mich dann wahrscheinlich automatisch durchrasseln. Das ist gerade Thema. Ich verstehe wirklich nicht, was die wollen bei der 3. Nee, aber wir brauchen keine mehr. Alles gut. Boah, das wäre krass, weil dann habe ich immer noch einen Fehler, weil ich glaube, ich habe die Plus und Minus vertauscht. Aber ja, das ist natürlich offensichtlich falsch. Ja, das ist auf jeden Fall ein Fehler. Ja. Ah, super, ey. Okay, ja, optimal. Besten Dank, dann weiß Bescheid, falls ich nochmal irgendwie die Zeit finden sollte, das neu abzugeben. Jo, mach's gut. Also, ciao, ciao. Ja, scheint alles halb so wild zu sein, da man mit der Hälfte der Aufgaben noch besteht. Wir sind mittlerweile an einem Punkt, da strebt man gar nicht mehr an, alle Aufgaben zu machen. Man will einfach nur bestehen. Bevor man die der vorherige nicht bestanden hat, bringt alles danach erstmal nichts für die eigenen Punkte. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt einfach mit 50% bestehe. Falls ich irgendwie Zeit finde, weiß ich, woran es gelegen hat, und ich kann die nochmal neu abgeben. Wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Let's see. Ja, Ergebnisse müssen in... Ah, hier, guck dir das an, Alex. 57 von 100. Das heißt, du bist durch mit enough, dem Projekt? Enough for me. Solange das hier grün ist, ne? Okay, 10:05, weiter geht's. Ja, well done. Froh, dass ich die Wurzel mitgenommen habe. Schon ist der Monat auch schon wieder rum, ne? Ging flott, auf jeden Fall. Man hat jetzt richtig das kurz vorm Ende gefühlt, finde ich. Läuft. Der Alex hat gerade eine Evaluation und ganz am Anfang seiner Evaluation wahrscheinlich einen Fehler entdeckt. Wie man im Hintergrund sieht, er ist nicht zufrieden. Das ist Teil des Prozesses. Sind wir alle durchgegangen. Man hat einen Funktionennamen falsch geschrieben oder irgendwo ein Plus oder Minus vergessen. Semikolon stimmt nicht. Ja, darf man den ganzen Spaß nochmal machen. Das heißt jetzt nochmal plus 2 Stunden in etwa. Und das ist natürlich Freude pur. Wie kann man so dumm sein? Diese Dummheit kennt keine Grenzen. Ich habe auch schon mal, ich bin ja zweimal rausgeflogen, weil ich einen scheiß Funktionennamen falsch geschrieben habe. Wie dämlich kann man sein? Hier einmal die Ausdruckstasse für Alex. Ja, Alter, ey. Au, hua, Junge. Hier ist gerade die E-Mail reingekommen von Moulinet. Das heißt, die Moulinet-Ergebnisse sind da. Ich denke, wenn ich jetzt F5 drücke, wird sich entweder das Ganze grün oder rot färben. Ich habe nicht so ein gutes Gefühl, aber wir gucken einfach mal. Ja, okay, ist rot. Scheiße. Oh Mann, ey. Jo, das ist zu wenig. Jo. Yo, es ist Mittwoch, es ist der letzte Tag der Piscine tatsächlich, der vorletzte Tag der Piscine tatsächlich. Das bedeutet aber auch, dass heute nochmal alles drin ist, das heißt, jetzt werden nochmal richtig Punkte gesammelt. Ich bin wieder bei Jonas eingecheckt, weil hier einfach natürlich der Experte vom Dienst sitzt. Servus. Ich glaube, wir sind im Großen und Ganzen gut vorbereitet. Morgen ist die Klausur nicht 4 Stunden, sondern 8 Stunden, das wird natürlich nochmal witzig. Heute nochmal ein bisschen bimsen, morgen nochmal klotzen, und dann ist das Ganze auch...
ja, hinter sich gebracht, würde ich mal sagen. Das Wetter spielt in unsere Karten. Es ist extrem freundlich draußen und hier wird jetzt richtig flix gearbeitet. Der letzte Tag vorm Examen, kurz vor 11, was natürlich passieren musste. Ich habe vor circa einer Stunde mein letztes Projekt nochmal gepusht und das wurde bewertet. Allerdings habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Den habe ich jetzt noch schnell behoben. Ich hoffe, dass jetzt noch ein Slot frei wird und ich das evaluiert bekomme. Die Slots sind natürlich ganz kurz vor knapp, weil das Examen ist ungefähr hier und davor muss noch irgendwo was passieren. Immer weiter refreshen, um zu gucken, ob da was passiert. Gerade suchen auch echt viele Leute noch nach einem Slot, um noch ein Projekt fertig zu bekommen. Deswegen, es wird tough, aber nicht unmöglich. Mal sehen. Daumen sind gedrückt. Genau. Jetzt bricht die Wildstrike 45, da gehst du auf 42. Nimmst du diesen Wert, der noch immer noch ein I hat, mit dem reduzierten Source String, den du auf die Size abgestimmt hast, plus deinem Destination String. Safe. Ich danke dir vielmals, dass du noch einen Slot aufgemacht hast. Heißt es, warten, aufs Handy gucken, bis die E-Mail-Adresse kommt. Es ist bestanden. Es ist bestanden. 75% reicht. 75% reicht. Exercise 5, immer noch Segmentation folgt. Wuff, wow. Mach's gut, Mann. Hab mich gefreut. Vielen Dank. Ciao. Da ist das Ding. Ja, Mann. Bestanden. Nächstes Mal bei Destination Code. Jetzt hoffe ich, dass ich dieses Wissen, was ich in den letzten Tagen nochmal reingeballert habe, auch anwenden kann. Wow, 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 wow. Yes, nein, das gibt's doch nicht. Fuck, mir läuft die Zeit davon. Ist man natürlich gespannt, wie das Ergebnis ist. Hier ist die Mail. Das ist...